Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, ich würde sagen, du isst jetzt erstmal ein ausgiebiges Frühstück. Nimmst dir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu essen mit. Und dann würde ich vorschlagen, dann werden wir unsere Reise an der Stelle fortsetzen. Genau. Dörrfleisch, hau dir mal hinter. Gummibärchen, die packen wir auch ein für unterwegs. Dat. Und dit. So. Ja, komm, die Erdnüsse, die hau die hier auch nochmal rein. Dann befüll mal bitte. Scheiße. Geht schon gar nicht mehr. Ist unser Schlafzimmer. Dann ab ins Badezimmer mit dir. Ja. So, Brett dran. Frühstücken wollten wir, ne? Ja, Standard. Hau dir hinter. Tüte Chips. Drei Tüten Chips zum Frühstück. Why not? Gut. Und es schneit draußen. Sieht schon irgendwie geil aus, oder? Wenn ihr euch das Bild jetzt mal so anguckt. Sieht aus, als wenn diese, als wenn das Haus, wenn man lang genug drauf gucken würde, als wenn das Haus schweben würde, ey. Geil. Geil, geil, geil. So. Auf geht's rein hier. Ich werde den ganzen Weg, den werde ich nicht aufnehmen. Ihr wisst ja, wohin die Reise geht. Das muss ich euch nicht mehr zeigen, glaube ich, oder? Pass auf, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, bis gleich. Oh, Leute. Oh Gott, meine Stimme, ey. Ich glaube, wir geraten langsam in einen Schneesturm. Fragt euch jetzt, der ein oder andere fragt sich jetzt bestimmt, warum. Naja, wie so ein Gaskranker. Kann ich euch sagen. Hier ist auch nochmal eine Tankstelle. Bloß gucken, dass ich hier. Will die hier weglocken. Das ist eigentlich mein Plan. Oh, ich kann die Zombies kaum sehen, ey. Wir haben so eine eingeschränkte Sicht, Leute, ey. Nicht, dass das wieder nach hinten losgeht, mein Ohr. Guckt euch das an. Guckt euch das hier Wusel mal an, na? Will die einfach weglocken. So ist zumindest der Plan. Dass ich hier in Ruhe die Tankstelle mir ab. Dass ich die Tankstelle abluten kann. Oder was heißt abluten? Naja. Na, ihr wisst schon, die Gebrauchsanweisung für Generatoren mir eventuell da rausziehe. Ah, mal gucken. Oh shit, Alter, ey. Ja, es muss sein. Es geht nicht anders anscheinend. Wir brauchen diese Aufmerksamkeit. Oh Gott, Alter. Versucht die mal ins Wohngebiet zu locken. Wenn das geht. Boah. Übel. Übel schon wieder. Hier kommt gleich so ein Trailerpark. Können wir an der Gruppe können wir uns schon mal dran gewöhnen. Hier nicht verliere. Eingewusel, Leute, eingewusel. Ah, die sollen mal alle schön in unsere Richtung kommen. Wahnsinn, ey. So, geht mit dem eine Runde spazieren. Bis gleich, Leute.
So, ich hatte eben gerade einen Hausalarm. Hier war irgendwo in der Nähe ein Hausalarm. Und ich hoffe, man hat genügt, dass wir die jetzt ja, auf die Art und Weise ein bisschen losgeworden sind. Gucken, dass ich mich hier echt nicht festfahre, ey, bei der Scheiße hier. Alle Türen sperren, Fenster offen. Fenster schließen, okay. Bleib jetzt einfach mal hier stehen. Die werden mit Sicherheit sich da versammelt haben. Spul jetzt einfach mal ein bisschen vor. Und lass sie da alle erstmal ankommen, wo sie jetzt sind. Gut. So, Leute, unsere Chance jetzt. Werden wir sehen, ob das ausreicht. Ich fahre mal einen weiten Bogen. Nicht, dass die durch das Motorengeräusch angelockt werden wieder. Dann stehen wir nämlich wieder bei Null. Am besten schön langsam, so leise wie es geht. Den Motor kaum aufheulen lassen. Schön langsam das Ganze. Schleichen wir uns hier schön raus aus der Siedlung. Auf die Straße. Ich bin gespannt, ob das ausgereicht hat. Ich meine, ich habe eben gerade gehupt wie ein Gaskranker. Dann kam dieser Hausalarm. Oh Leute, unsere Sicht ist dermaßen eingeschränkt. Ja, eins. Ja. Nee. Nee, 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 nee. Ist dieser deiner? Nee, nee, nee. Scheiße. Experiment ist nicht geglückt. Verfickter eins. Ach. Ach, nee. Scheiße. Hat leider nicht funktioniert. Ärgerlich. Vielleicht waren wir zu schnell, keine Ahnung. Aber hier auf jeden Fall draußen, Leute, die Sicht, die ist dermaßen eingeschränkt hier. Krass einfach nur. Gut, Leute, bis gleich. So, Leute, und ich nehme euch wieder mit rein ins Boot. Und der Hubschrauber, der kreist. Wir haben ein Helikopter-Event. Das passt mir jetzt gar nicht, dass der jetzt kommt. Ich werde mal versuchen. Ich bleib einfach mal jetzt hier stehen. Ein einziger Zombie. Fahren wir doch noch ein Stückchen weiter. Ja. Hier müsste gleich der Diner kommen. Und ihr seht, es schneit. Es schneit, es schneit. Wir haben einen richtigen schönen Schneesturm, haben wir. Und die Straße, die wird immer weißer und immer weißer. Ja, ja, das läuft uns jetzt alles. Boah, krass. Schon wieder übel, was sich hier so in den Wäldern versteckt. Er will mit uns spielen.
steig ein. Jetzt hat er uns gesehen. Willst eine rauchen? Gleich. Geht gleich los, Mädel. Hier so auf den Beinen ist. Die sind alle irgendwo in den Wäldern, in den Feldern. Deswegen, also, wer glaubt, im Wald sicher zu sein? Ha! No way. No way. Da hätte ich am liebsten, muss ich so sagen, wie es ist, einfach ein offenes Feld irgendwo. Hier ist doch schon der Diner, ne? Hier geht's auf jeden Fall rauf. Naja. Dann fahre ich nochmal zurück. Der will ja schließlich mit uns spielen. Der kommt auch nochmal wieder. Lock ich die jetzt einfach mal hier hoch. Schon übel, in welche Situation wir uns hier wieder reinmanövrieren. Ne, das wird jetzt so ein, ich vermute mal ganz stark, das wird jetzt darauf hinauslaufen, das wird so ein Auf und Ab. Ich glaube, ich steige nicht nochmal aus. Ich glaube, das ist Selbstmord. Und er kommt wieder. Ja, er kommt wieder. Ja, 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 ja. Wir müssen auch wieder zurück, Leute, ey. Das ist es nämlich jetzt. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Mal sehen, wie lange der jetzt kreist. Vielleicht haben wir ja Glück und beim Diner und bei der Tankstelle ist da ja nichts. Kann ja auch sein. Aber gut, ich würde dafür meine Hand nicht in Feuer halten, ganz ehrlich. Boah, es wird immer weißer, Leute, ey. Ich sehe irgendwann den Highway nicht mehr. Krass. Ja, das ist ein Helikopter-Event und wir sind hier mitten in der Pampa, Leute. Wir sind hier mitten in der Pampa. Das spielt absolut keine Rolle. Jetzt auf die Map gucken. Ja, ja, hier. Muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu weit nach Norden fahre. Egal, wo du dich hier auf dieser Map versteckst, der Helikopter, der findet dich und die Zombies finden dich auch. Das ist wirklich so. Du kannst da im Grunde genommen machen, was du willst. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr eine Base habt, bleibt nicht in der Base, wenn der Helikopter kommt. Macht das nicht. Macht das bloß nicht. Und es stürmt. Ist eigentlich krass. Bei so einem Schneesturm, also ich hätte ja als Pilot was Besseres zu tun, als bei dem Schneesturm, weiß ich nicht, hier umherzufliegen. So, war's das jetzt? Hoffentlich.
Scheiße, Alter, hier sind mir zu viel. Oh. Nee, nee, Alter, krass. Krass, krass, krass. Das endet doch wieder in der Verzweiflungstat hier, ey. Ich hoffe nicht. Oh, jetzt geht's richtig los, ey. Der Sturm, der wütet. Nee, ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, der kommt nicht nochmal wieder. Gut, dann fahren wir den ganzen Weg wieder zurück. Und jetzt dürfen wir Slalom fahren. Es ist echt schwer, sich jetzt hier zu orientieren. Scheiße, er kommt noch. Verfickte Scheiße, er kommt noch mal wieder. Oh, Leute, ich muss diesen Weg auch noch mal zurück, ey. Bis dahin ist wahrscheinlich die Straße dermaßen zugeschneit. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben im Innenraum, obwohl das Fenster offen ist und die Heizung sich wahrscheinlich dermaßen einen abbrüllt, wir haben 22,5 Grad in der Karre, ey. Wenigstens was. Wenigstens was. Scheiße, Mann, Alter. Hier mitten auf dem Highway. Mitten auf dem Highway. Das Blöde... Warte mal, vielleicht... Naja, der Hubschrauber, jetzt hört man eigentlich nur dieses Rotorengeräusch. Nee, man hört nur dieses scheiß Rotorengeräusch. Ich wollte jetzt eigentlich die Soundkulisse von diesem Schneesturm, die wollte ich euch gerne mal präsentieren. Aber solange der Heli hier noch kreist, können wir das vergessen. Boah, ist das übel, ey. Normalerweise möchte man ja meinen, bei den Temperaturen da draußen, dass die Zombies eigentlich langsamer wären. Aber wie ihr seht, sie sind es nicht. Und wieder eine Stelle weiß. Krass. Bleib jetzt einfach mal hier stehen. Noch ein Stück weiter hoch. Scheiß Zombies, ey. Kann hier nirgendwo anhalten. Kann hier nirgendwo anhalten. Die sind immer überall sind hier ein paar verteilt. Alter, ey. Wir hätten uns mal Kaffee mit einstecken sollen. Jetzt ist er weg. Oder? Das ist die Frage. Es ist ein Auf und Ab. Ich muss auf denselben Weg wieder zurück, Leute, ey. Kalt jetzt hier einfach mal. Wie kalt ist denn da draußen? Ja, minus 1,6, okay. Jetzt mal den Motor aus. Hört ihr das? Ich hoffe, man kann es halbwegs hören. Dieses Windgeräusch. So, pass auf, ich drehe jetzt wieder um. Genug Spielerei jetzt. Sonst werden wir hier nicht. Wir kommen einfach nicht zu Potte. So, den sind wir anscheinend los.
Umso besser für uns. Rauch mal eine. Ich höre doch hier was. Oder sind... Oh, Alter. Nein, wir sind hier noch nicht los. Och, Mann. Der quält mich gerade echt. Ohne Scheiß. Ja. Ist doch ätzend. Das ist richtig ätzend gerade. Ich muss mir jetzt hier irgendwo eine freie Stelle suchen. Taumelt die jetzt in meine Richtung oder was macht sie jetzt? Oder rennt die dann nur über die Straße? Los, komm, spring an! Wie sie in unsere Richtung gelaufen kommen, ey. Die Musik jetzt hierzu, dann dieser Schneesturm, dann auch noch der Helikopter dazu. Das ist eine ganz, ganz, ganz böse Mischung, Leute. Das ist wirklich so. Bäume, guckt euch mal die Bäume an, wie die wackeln, Alter. Geil. Einfach nur geil. Könnt wetten, wir sind wieder, ja. Wir sind den ganzen Highway wieder hochgefahren, Alter, ey. Krass. Und alles voll. Der gesamte Highway ist jetzt voller Zombies. Wir dürfen einen schönen Slalom fahren. Und wir haben einfach nicht unsere Ruhe. Okay, let's fight, ey. Ich glaube, jetzt kann man die Geräusche schön hören. Geil, ne? Es ist richtig windig. Unbequemer Wind, ja, Mädel. Unbequeme Zombies. Ich muss mal überlegen. Hier muss irgendwo, muss hier eine Siedlung sein. Wenn nicht, müssen wir das erstmal an der Stelle abblasen. Wir haben jetzt schon wieder 15 Uhr. Pass auf. Guck mal bitte auf die Map. Wir hätten in der Tat hier eine Siedlung. Wir hätten aber auch hier hinten. Wenn wir jetzt weiterfahren, können wir hier runter. Und könnten gucken, ob wir hier ein Plätzchen finden, zumindest wo wir übernachten können. Das muss ja nicht sonst was sein. Hauptsache, dass wir erstmal eine Bleibe haben. Jetzt komm, spring an. Ja. Gut. Aber ich sag mal so, selbst die Zombies, die wollen uns ans Leder. Und natürlich die Umwelt auch. Also müssen wir jetzt wirklich Abstriche machen, bevor ich meinen Char wieder verliere. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht wieder, ich möchte einfach nicht wieder draußen schlafen müssen. Ich fahre jetzt hier echt nach Gefühl. Hier ist auch eine Tanke, Leute. Okay.
Alter, hier ist alles voller Zombies, ey. Hier ist alles voller Zombies. Heißt das echt jetzt die Nacht hier draußen irgendwie ein ruhiges Plätzchen finden, wo wir erstmal bleiben können, ey. Vergiss es. Vergiss es. Sobald hier irgendwelche Häuser kommen, sind die überrannt. Ist alles voller Zombies, ey. Da auch. Wahnsinn. Aber das ist Zomboid, Leute. Das ist Zomboid. Ich meine, was erwarten wir, dass wir hier mit offenen Armen kriegen hier gar nichts geschenkt. Wir hätten jetzt, scheiße, wir hätten hier runterfahren müssen, aber ich fahr mal geradeaus weiter. Und hier ist der Ohio River, ey. Wird ungern jetzt die Nacht draußen in der Eiseskälte verbringen wollen. Scheiße. Nee, nee. Das ist schon gar nicht mehr die Straße. Hier geht die Straße runter. Boah, das ist so scheiße, sich jetzt zu orientieren hier. Hier stehen die Autos. Sich hier draußen zu orientieren. Hallo Peng, ey. Ach du Scheiße. Eine fette Traube. Hier steht ein Haus. Würde aber gerne weiter wollen. Aus. Puh. Puh. Öffne mal die Dose mit Bolognese. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Gönn dir mal. Das ist schon Wahnsinn, was da draußen abgeht, ey. Gut, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die geht doch schon wieder ziemlich lange. Ich hoffe, dass ich das Ganze hier überleben werde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber und Leute, vor allem, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.